Bei meiner Frage geht es um Trauer. Wir alle wissen, unsere Philosophien erzählen uns, dass wir ausgeglichen sein und Freude und Traurigkeit mit dem gleichen Abstand betrachten sollten. Aber was ist, wenn du Trauer erlebst, die du nicht ertragen kannst? Was ist, wenn du jemanden verlierst, den du aufrichtig verehrst? Wie soll man mit solch einem Schmerz umgehen? Versteh mich richtig. Es geht nicht darum, den Verlust von jemandem kleinzureden. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass es bei Trauer immer um Verlust geht. Verlust bedeutet, dass wir etwas verloren haben. Es geht nicht um den Tod von jemandem. Menschen können um den Verlust von Besitztümern, Positionen oder sogar Berufen trauern. Also geht es im Wesentlichen darum, dass ein einzelner Mensch etwas verloren hat. Wenn es um Menschen geht, wenn wir sie an den Tod verlieren, ist die Bedeutung von diesem Verlust, dass er nicht ersetzt werden kann. Besitztümer können ersetzt werden, Positionen können ersetzt werden, Geld und Wohlstand können ersetzt werden, aber wenn wir eine Person verlieren, können wir sie nicht ersetzen. Also ist die Trauer in diesem Fall tiefer. Das geschieht uns einfach, weil wir unsere Persona wie eine Collage aufgebaut haben. Wer wir sind, liegt an dem, was wir besitzen, an den Positionen, die wir einnehmen, an den Beziehungen, die wir pflegen und an den Menschen, die in unserem Leben sind. Wenn eine dieser Dinge wegfällt, hinterlässt es ein Vakuum in unserer Persona. Darunter leiden wir. Also ist es sehr wichtig, dass unsere Beziehungen aus unserer Fülle erwachsen, nicht als Instrument, um unser Leben mit einer Beziehung zu füllen. Wenn du eine Beziehung dafür verwendest, dich vollständig zu machen, dann wirst du leer, sobald du sie verlierst. Wenn du eine Beziehung eingehst, um deine Fülle zu teilen, dann wird es keine Trauer geben. Wenn wir jemanden verlieren, der uns sehr nahe steht, kann das alles möglicherweise nicht funktionieren. Das sieht so aus, als ob man den Verlust von jemandem herunterspiele. Dies muss also durch unser Leben hindurch kultiviert werden, dass wer wir sind nicht bestimmt wird von dem, was wir im Leben besitzen. Wer wir sind, entscheidet, was wir in unserem Leben haben. Das muss bei jedem Menschen so sein. Das ist es, was spiritueller Prozess bedeutet.